Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Layers of Fear. Ja, die letzte Folge ist schon eine Woche her. Und ich habe das Spiel auch bislang nicht angefasst, natürlich. Nicht ohne Let's Play. Und ja, heute geht's wieder los. Ich wollte eigentlich warten für meinen Greenscreen, einfach damit ich dieses Spiel aufnehme mit wunderbarer Qualität. Aber ja, hier ist der neue Greenscreen. Leider noch nicht die perfekte Belichtung, aber da ich jetzt am Tag aufnehme, ist die Belichtung perfekt, gnadenlos. So, Form tritt heraus. Ich habe auch eigentlich keinen Bock. Ja, nicht Scherz, das Spiel ist schon geil, aber auch echt schlimm. Schon echt schlimm. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, dass man Mike sie hört. Die Musik ist mir neu. Meine Maus. So. Es ist eine Veranschaulichung an Menschen, wie wir es an Tieren tun. Nur halt an Menschen. Glaube ich, zumindest. Tagebuch. Wäre geil gewesen, wenn man das hätte lesen können. Bild ist schön. Sind das wir? Im jungen Alter? Spring rum, ich wusste es. Alter, meine Fresse, ey. Es wird jetzt nochmal irgendwas passieren, wenn ich näher komme. Ich weiß es ja. Da ist was drin. Das können wir auch jetzt lesen. Eine kleine Lesestunde, sobald ich jetzt hier angeklickt bekomme. So. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabbert er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von... Nun... Du weißt schon, vor allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell, den kennen wir von ganz am Anfang. Die Frage ist... Das heißt, er soll ihm eine Geschichte machen? Über... Also... Die Geschichte geht ja um einen Jungen, der Trauma hatte und sich... Und alles sich in eine Kindheitserinnerung vorgespielt hat mit dieser Pistole und der mysteriösen Nachricht. Die Frage ist, hatte den Mann... Nee, das traumatische Kind ist, er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. Also als Kind. Dann flieg rum. Oder auch nicht. Ich hab keinen Bock. Es geht aber eigentlich... Also keine Ahnung. Geht es jetzt um eine Geschichte? Um diese Geschichte, die er ihm erzählt hat? Oder geht es darum, dass er die schreiben soll?
Wir wissen, was hier in diesem Raum passiert. Ich weiß es. Diese Tür wird jetzt nicht aufgehen, beziehungsweise aufgehen und hier wird eine Wand stehen. Genau. Und da steht kreative Blockade und jetzt drehen wir uns um und der Raum ist zu. Und jetzt nochmal und jetzt nochmal und jetzt nochmal. Alter, ich hab keinen Bock. Was war das? Was für ein Raum ist das? Da ist ein Schlüssel. Einfach Augen zu und durch. Augen zu und durch. Augen zu und durch. What the f... What the fuck? Mann, weil ich dachte so, dieses Baby, das wird dir dich jetzt anspringen. Nein, hat's aber nicht. Gott sei Dank. Alter. Die Bilder sind jetzt hübsch. Okay, die Nase ist ziemlich... Nee, jetzt geht's. Der ist hübsch. Die Bilder werden hübscher. Er kommt zu sich, der Künstler. Würde ich behaupten. 9. Juni. Vergiss nicht. War das mit dem Datum? 14.2.? 14.2.? Nee, 14 Uhr, 9.2. Genau. So war's. Ist das das Datum? Ich glaube ja. Und der Schlüssel passt in diese Nicht-Tür! Rest in Peace, Kopfhörernutzer. Ihr seid alles dreckige Hurensöhne. Nee, also ihr nicht. Aber die, die das Spiel gemacht haben. Hier wird was passieren. Lesen. Warum nicht längerer Text? Ich will wieder längere Texte. So. 15. September. Heute wieder neue Zettel, sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Die Zettel von mir an meine Frau. Möge ich behaupten. Wieder sowas. Was hat es auf sich mit diesen Räumen? Dominosteine. Ja! Oh. Was? Komm, komm, komm. Ey! Das ist ein Pianostuhl. Holy shit. Undankbare, blinde Narren. Idioten. Steht da. Einfallspinsel. Ich krieg das nicht gelesen, deswegen. Idioten, also Cretin. Ingrates. Nee, Cretins. Na dann. Das ist doch kein schönes Bild. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Telefon hört's wahrscheinlich auch gerade. So. Er hat ihn also perfekt nachgemalt. Aber der Typ war halt hässlich. Deswegen hat er gesagt hässlich. Vielleicht hat er sich ja noch nie im Spiegel gesehen, Digga. Chill. Wir kamen von da. Also just do it. Der Licht ist unser Freund. Das Licht ist unser Freund. Das ist fucking cool. Eine ganze Bibliothek. Die müssen wir runter. Das Problem ist, wir können nicht springen. Aber da ist ein Schlüssel.
Einen anderen Schlüssel haben wir schon benutzt. Okay. Dann lasst uns hinuntergehen in die Höhle des Löwen. Die ich eigentlich gar nicht betreten möchte. Aber was soll's. Sieht ja alles bisher sehr friedlich aus. Und die Schrecker haben jetzt ein bisschen nachgelassen. Ich würde gerne diesen Zettel lesen, aber das Problem ist, der Zettel ist nicht lesbar. Na, ma! Ich hasse das, ich hasse das. Digga. Kann ich mich nicht irgendwie ducken? Das ging doch mal. Oder noch nicht? Habe ich mich verwechselt mit dem Spiel? Ich möchte ja noch in diesen Schlüssel, aber das geht ja nicht. Wir können ja auch nicht springen, wir können auch nicht fliegen. Leider können wir nicht fliegen. Das ist wieder ein Bild. Das können wir auch nicht sehen. Sieht auch so scheiße aus. Mann. Naja, was soll's. Das ist der wohl schrecklichste Klingelton, den ich jemals hatte. Soll ich so lesen? Ich muss. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihre Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor Ihre Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben, wie Ihre Frau, nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnten in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass diese Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeit-Rehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne meine Kollegen oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll, Dr. Matt Robert Richards, noch so ein verdammter Quacksalber. Ich weiß, dass das stresst.